Ein herzlich willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Und wie ihr wahrscheinlich hört oder auch nicht, bin mir nicht sicher. Ich habe ein neues Mikrofon, ist heute angekommen. Ich habe es schon länger bestellt. Aber eigentlich haben die relativ schnell geliefert, so kann man es sagen. Hatte vorher ein paar PayPal-Probleme und so weiter. Aber gut, wir kümmern uns heute mal ein bisschen um die Geschichte weiter. Denn im letzten Part sind wir ja gut vorangekommen. Und diesmal machen wir da weiter, wo wir irgendwie aufgehört haben. In der Schule Außenprüfung, Kampf mit dem perversen Weisen. Nachdem Naruto sein Training in Chakra-Kontrolle absolviert hatte, zeigte ihm Jiraiya das Beschwörungsjutsu. Für das Beschwörungsjutsu wird allerdings eine große Menge Chakra benötigt. Um Narutos Chakra zu erhöhen, arrangierte Jiraiya einen Kampf für ihn. Gegen Jiraiya. Okay, gut, dann ja natürlich. Ja, Mission akzeptiert, ist super. Und wir kriegen sogar 3 rote Blumen als Belohnung. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. So, vom perversen Weisen habe ich jetzt Chakra-Kontrolle gelernt. Ja, das habe ich eben gesehen. Der perverse Weise sagt, dass er mir damit hilft, meine Chakra-Kontrolle noch mehr zu verbessern. Endlich habe ich eine Chance, meine Stärke zu beweisen. Perverser Weiser, pass auf und bewundere, was ich kann. Gut. Lass deine Wut raus. Trainingskampf mit dem perversen Weisen. Dass sie überall einfach nur darauf rumreiten, dass er pervers ist, ne? Ich meine, er ist so viel mehr als nur pervers. Er ist zum Beispiel lüstern. Geil. Halt viel mehr und so. Ja, ist ein bisschen komisch, wenn die nur darauf rumreiten. Aber gut. So. In Ordnung, zeig dir, was ich kann. Gut. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Ja, dann das hat er doch gerade gesagt. Das machen wir dann. Und indem wir einfach unser Jutsu auf ihn raufhauen und dann geht er schon. Wir zeigen wir, was wir können. Denn wir können, zum Beispiel, können wir das hier. Und er kann nichts dagegen tun. So, auf die Tasten hauen. Ich hoffe, es hört man jetzt nicht durch Mikro. Ich hab das erste Mal alles umgestellt. Weil normalerweise habe ich mein Headset aufgenommen. Aber ja. Ein bisschen umstellen musste sein. Um das ein bisschen anzupassen. Dementsprechend könnte sie es noch am Anfang jetzt ein bisschen ungewohnt anhören. Auch ein bisschen komisch. Ich weiß halt noch nicht, wie das jetzt weiterhin wird. Wieder, ob ich noch was umstellen muss oder ob es so in Ordnung klingt. Das könnt ihr mir ja sagen. Denn ich habe da so keinen Einfluss zu. Also ich muss natürlich ein bisschen gucken, was ihr dazu sagt. So, haben wir nochmal, machen wir das hier. Das ist Tilt, wie man so schön nennt. Vorne und Kreis irgendwie ganz kurz vorne antippen und Kreis. Ey, Jiraiya, immer auf. Sag mal. Das ist nicht jugendfrei, was du da tust. Das ist Training. Just Training, Bro. Nix Rasengan und so weiter. Einfach nur Training. Was mache ich da? Aber ich habe doch getroffen. Gut, das ist super. Und er ist K.O. Das ist auch schön. Ich werde stärker und stärker. Das machst du gut, Naruto. Das ist sogar sehr gut. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet, dass wir mindestens 30% Chakra übrig haben sollten. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, das wäre nicht gut. Ich muss das nächste Mal drauf achten. Sonst muss ich die Kämpfe 3-4 Mal machen müssen. Und das möchte ich eigentlich relativ vermeiden müssen. Also ich möchte es wirklich vermeiden. Es ist halt auch für euch langweilig, wenn ich nochmal den Kampf mache. Schalten die Leute ab und denken sich so, Alter, der macht ja nochmal den Kampf. Wie langweilig ist das denn? Ich gucke woanders. Ja, der guckt halt woanders. Das interessiert mich ein Scheiß. Denn mir geht es ja nicht um Klicks oder um Fame oder... Also was weiß ich, mir geht es hier einfach um den Spaß, den ich dabei habe. Ich setze mich ja abends hin, nehme schön auf, gut ist. Ich meine, ja, alles gut ist. Ich muss dann auch noch das, schön. Ich muss dann auch noch das Video bearbeiten und so weiter, aber das kann ich auch am Tag später oder 2 Tage später machen. Ist ja nicht so weit so schlimm. So, aber wir machen jetzt die Mission weiter, die Hauptstory weiter. Denn es geht jetzt Naruto gegen Gamma Bunta. Es ist der erste Bosskampf. Und Jiraiyas Anleitung gelang es Naruto, das Beschwörungsjutsu zu meistern. Allerdings wurde dabei Gamma Bunta beschworen, eine Riesenkröte, die selbst für Jiraiya schwer zu kontrollieren ist. Gamma Bunta wollte keine Befehle folgen und Naruto bemühte sich, ihm allein durch Stärke beizubringen, wer der Herr sei. Gut, wir gewinnen die Riesenschlacht gegen Gamma Bunta. Ja, dann machen wir das nochmal. Wir übernehmen die Mission und ja, gehen wir rein da in den Kampf. Ist wahrscheinlich jetzt der erste... Es ist der erste richtige Bosskampf, also wenn man die Bosskämpfe von Naruto meint, von Storm. So, ich habe jede Menge Trainingseinheiten hinter mir und endlich habe ich das Beschwörungsjutsu gemeistert. Ja, ich bin der Größte. Doch meine Begeisterung währte nicht lang. Gamma Bunta, den ich beschworen habe, hört überhaupt nicht auf meine Befehle. Hey, ich bin der Meister, ist das klar? Ich habe keine Wahl, ich muss ihm meine Macht beweisen. Du da,
Mach dich auf was gefasst. Gut, dann mach dich mal auf was gefasst, du Riesenschleimberg. Entschuldigung, das ist ja nicht zu nahe, das ist hier Gamma bunter. Egal, Kröten sind auch schleimig. Zumindest so ein bisschen. Wir hoffen nur, dass wir jetzt nicht hier... Da kommt er auch schon. Dass wir nicht hier an ihn lecken. Na gut, du kleine Rotznase. Ist okay. Okay. Ja, das ist okay, ich unterschätze mich nicht. So, es ist wie so ein riesen Bosskampf. Wir werfen jetzt einfach nice, hüpfen hin und her und dürfen uns halt noch nicht von ihm treffen lassen. Wie das genau, wie der Bosskampf genau funktioniert, weiß ich nicht mehr. Ist das wie lange her? Ah, da wird uns aber erklärt. Die grundlegenden Steuerelemente sind die gleichen wie im freien Kampf. Ja. Okay. Ich wollte da nicht hinsprinten. Ich wollte ihn erstmal mit Shuriken und Kunais abschmeißen. Habt ihr seine Zunge gesehen, Alter? Welches Mädchen hat von euch auch so viel Piercing? So, ja, okay, das wissen wir. Okay, ja, dann machen wir Combo. Und dann gehen wir da ran. So, sprinten. Und hoch da. Und anscheinend machen wir sehr viel Schaden. Oder, da müssen wir weg. Ja, okay. Steh auf, Naruto. Und da hauen wir schon wie möglich drauf. Ich möchte den Bosskampf nicht ich möchte ihn ungern verlieren. So. Und dann hauen wir weiter, natürlich weiter drauf. Ich möchte den Bosskampf natürlich gewinnen. Ich hab... So, egal, da treffen wir nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, hör auf, Naruto. Er macht Wasser versteckt. Okay, wir müssen ja schnell weg. Es ist natürlich relativ. So, hoch da. Und dann hauen wir auf ihn rauf. Wir haben leider keine Hilfe so wirklich, oder? Okay, er macht jetzt irgendwas gar nicht mal schlecht hier. Okay. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Aber jetzt kommen die Quicktime-Events. Ja, okay. Okay, ja, das, okay, das kriege ich noch hin. Das kriege ich gerade so hin. Gerade so. Gerade so habe ich das hinbekommen. Wurden uns die Quicktime-Events beigebracht. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Es ist natürlich immer so ein bisschen... So, er schießt. Okay, jetzt gehe ich nach links, weil da habe ich mehr Fläche zum Ausweichen. Beziehungsweise... Ja, ich wollte eigentlich da hoch, Naruto. Ich muss ihn ja auf die Fresse hauen. Nichts anderes. Na, weiter, nochmal. Scheiße. Okay, er hüpft. Er macht eine Druckwelle, weil er so fett ist. Er hüpft nochmal. Er ist so fett, dass er so Druckwelle... Ey, sag mal, jetzt mal gut, du Mega... So, jetzt müssen wir einfach auf ihn raufhauen. Gut. Müsste ja gleich besiegt sein. Okay, er macht seinen Wasserstrahl. Ich kicke so weit nach rechts, wie es geht. Und dann hüpfe ich nach links. Und halte natürlich X gedrückt. Halt, wie man es, wie halt ein Ninja-Profi macht, ne? So. Und noch. Okay, er leuchtet unten rechts. Das heißt, er macht jetzt wieder seine Quicktime-Events. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe ein bisschen Schiss. Es ist schon sehr lange her, wo ich das gemacht habe. Und ich weiß noch, dass die Quicktime-Events hier ein bisschen zu schnell sind. Ein bisschen hektischer als bei den Nachfolgern, sage ich mal so. Dementsprechend habe ich da so ein bisschen Respekt vor. Ja, das machst du gut, Naruto. Ich hoffe, ihr hört das nicht, wenn ich rauf spamme. Auf den Controller. Oh oh. Ich habe Angst, weil wenn wir bei mir ein paar Tasten mal so klemmen, habe ich Schiss, dass ich da doch noch die verkehrte Taste da drücke oder doppelt irgendwie zu eine Taste drücke, die ich gar nicht drücken will. Da hat er ihm eine Faust gegeben. Oh, das tut weh. Oh, Schmerz, lass nach. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir machen einen Facepalm. Gut. Ja, das ist gut. Habe ich gut gemacht, ne? Oder was sagt ihr? Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. War ja auch nicht so schwer. So, dann kriegen wir die schöne Ladezeit zu Gesicht. Das ist immer wieder schön. 10 Minuten läuft der Part schon und
Ja, jetzt gerade. Und wenn ich ihn jetzt beende, wäre auch ein bisschen kurz, aber ich habe Angst, Alter, bei wegen Part 5, wenn ihr es gesehen habt, am Ende, ab den Lag, da hat sich der Ton, der Game-Sound richtig hart verschoben. Das kriege ich nicht wieder zurechtgerückt. Da oben steht Kakashi übrigens, guck mal. Er hat fertig gelesen. Nee, doch nicht. Gut, Naruto ging ja wunderbar. Gut, haben wir gekriegt. Wir kriegen drei Käfer als Belohnung. Auch schön. Gut, meine Schulprüfung ausgelesen. Kriegt Kondo, aber es könnte Kondo auf Vernichtung. Gut, wir kriegen noch mehr. Sind wieder irgendwelche. Warte mal. Ja, es sind wieder da oben und unten sind welche Mission-Dinger aufgetaucht. Aber wir kümmern uns jetzt um die Story. Denn. Wir haben jetzt die Schulprüfung geschafft und kommen jetzt zu der Konoha-Vernichtung. Und wir können gerade mal so eine Runde machen, um bevor wir wieder die nächste Random-Quest annehmen müssen. Und wir fangen an mit die Finalrunde beginnt. Die finale Schulprüfung beginnt. Im ersten Kampf tritt Naruto auf Neji. Neji sagt, dass die Vorsehung unabänderlich sei, während Naruto behauptet, dass kein Schicksal unabänderlich ist. Ihre Überzeugungen prallen aufeinander. Gut, wir kämpfen gegen Neji. Gegen den guten Neji. Ich kann jetzt ganz hart spoilern, aber das tue ich. Er stirbt. So, endlich mir gelungen, einen Vertrag mit Gamma Oyabin alias Gamma Bunta abzuschließen. Gamma Oyabin höre ich ihn das erste Mal gerade, um ihn zu meinem Beschwörungspartner zu machen. Und jetzt ist die Zeit für die Endrunde. Der Schulprüfung abgekommen. Ich kämpfe gegen Neji Hyuga. Er scheint ziemlich stark zu sein, aber ich darf jetzt nicht verlieren. Ich verliere nicht gegen dich. Ich schwöre, ich werde gewinnen. Gut, dann gewinnen wir, Naruto. Naruto, mag ich schwör zu siegen. Endlich beginnt die Finalrunde. Yay. Endlich beginnt die Finalrunde. Wurde auch mal Zeit, ne? Lange, wie viel Parts ist das jetzt? Ich hab keinen Schimmer. Ich nehme also ein bisschen. Ich habe beim Bearbeiten weiß ich ungefähr noch welche Parts, aber ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon bearbeitet habe, beziehungsweise welche ich noch vor mir habe. Deswegen kann ich nur gerade nicht sagen, wie viele, von welchem Part ich gerade bin. Ich verliere auf keinen Fall gegen dich, egal wie. Gut. Ja, das ist natürlich sehr. Ist sehr, ja. Ja, komm. Komm, Neji. Du hast es nicht drauf. Du hast es einfach nicht drauf. Ja, und egal, wer dich spielt, der hat es auch nicht drauf, weil Neji ist eigentlich so ein richtiger Noob-Charakter. So richtig. Ja, machen wir uns das. Ich wollte gerade sagen, hauen wir uns das Special drauf, aber dann halt nicht. Dann halt nicht, Neji. Neji, nicht. So. Special aktivieren und volle Pulle rauf da. Es war denn keine Special. Das war das Jutsu. Naruto. Jetzt aber. Gut, richtig schön von hinten. Normalerweise könnte ich das ein bisschen schneller drücken, also die unten links. Allerdings ist das mit dem Controller ein bisschen schwierig, weil die Controller, die Knöpfe so ein bisschen, dann halt so ein bisschen stecken, sage ich mal so. Deswegen habe ich auch Angst vor Bosskämpfen, bei Küchen-Event, dass. Ey, du. Die Katze. Meine Katze, die wollte gerade irgendwo lungern. Ich hab's gerade gesehen, so um den Augenwinkel. Im Augenwinkel hab ich gerade gesehen. So, ich werde stärker und stärker. Ja, das hast du gut gemacht, Naruto. Ja, das war toll. Das war wirklich toll. Ach, ja. Übrigens, ich finde das richtig schön mit den Ladezeiten hier, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Man sollte Ladezeiten ehren. Denn ohne diese Ladezeiten würde das Spiel richtig scheiße aussehen. Ja, also es würde wirklich scheiße aussehen. So, erfülle die Kampfprogramm. Haben wir geschafft. Man kriegt drei Hirschkäfer als Belohnung. Gut, ja, es ist super. Ja, das ist gut. Ja, das ist natürlich sehr toll. Ja, das ist auch super. So, hier steht Raya und da hinten steht Sakura. Aber, wo müssen wir hin? Wir müssen erstmal nach Süden. Und das ist Süden ist hier. Gut. Und hier ist links. Halten. Irgendwie. Und da steht schon irgendein Missionscharakter, der irgendwas will. Das ist sogar der Kiba. Die Kirschbanane ist das. Hä, das ist ein Geiposter. Sehe ich jetzt, egal. Hä, hast du gehört? Sie stellen ein Team nur aus Kunoichi zusammen, um auf eine Mission zu gehen. Eine neue C-Rang-Mission verfügbar. Okay, dann gehen wir direkt zu der oberen. Denn dort ist auch eine Mission verfügbar. Und ganz unten außen beim Tor auch. Gut, wir gehen erstmal zum Tor. Denn das ist näher dran. Was ist hier los? Hallo? Hallo? Wollt ihr diesen Stein kaufen? Er ist steinig und er kann auf dem Boden liegen
Und während er auf dem Boden liegt, kann er zum Beispiel Staub ansetzen und so. Das ist natürlich ist sehr cool. Er ist so eine Art Staubfänger. Das heißt, das Staub, was auf diesen Stein landet, wird auf keinem anderen Gegenstand landen. Ist das nicht toll? Du da mit dem Hut, der mit der Klatze, der alte Sack da. Möchtest du diesen haben? Nee, der Typ mit den langen stacheligen Haaren da ganz rechts, der nickt schon die ganze Zeit. Der will unbedingt haben, aber sage und schreibe, nur 50 Dollar wie heißt die Währung in Naruto? Egal, sagen wir mal Dollar. 50 Dollar das Stück. Ja, die ganze Kiste voll, allerdings sind die sehr selten. Ich habe über ganz, ich war in entlegensten Winkeln in Konohagakure. Zum Beispiel hier, auf dem Trainingsplatz. Ja, oder, da oben auf dem Baum, da lag auch ein Stein. Das sind ganz selten auf jeden Fall. Schlag nur zu, solange der Vorrat reicht. Gut, wir haben ja genug gespielt, wir gehen jetzt erstmal zum Eingang. Tut mir leid, das musste sein, das sah gerade so deppert aus. Da stand der Shino. Also einfach der alte Shino. Die Shino-Sau. So, wer will mir... Du! Ach, schon wieder so random NPC. Hey, was geht ab bei dir? Oh, ich bin auch von der heutigen Übung erschöpft. Aber ein anderes Team war noch dabei zu trainieren. Was ist mit denen los? Ein neuer C-Rang. Yay, schon wieder C-Rang. Gut, wir haben noch da ganz oben im Norden, in der Nähe, auch mal so ein Fragezeichen. Und da gehen wir jetzt schnell hin. Wir benutzen die Naruto-Kanone, wenn wir schon da sind. Yeah! Klatsch! Na egal, laufen ist besser. Geht vor allen Dingen schneller und es ist nicht so dumm. Entschuldigung, ich finde es halt richtig dumm, richtig dämlich. Die hätten viel mehr aus Konoha machen sollen, anstatt diese Naruto-Kanone. Dann bekomme ich bitte euch. Das ist doch dämlich. So. Aber wie ihr seht, haben wir alle zu tun. Der fegt zum Beispiel die halbe Stunde schon... Hallo Anko, was machst du denn hier? Na? Was sagst du? Der Teil der Prüfung, für die ich zuständig bin, ist endlich vorbei. Jetzt kann ich ein bisschen ausspannen. Gut, dann ist das natürlich... Hast du toll gemacht. Wir holen jetzt aber die Mission da ab. Denn die war irgendwo hier. Okay, hier um die Ecke. Konoha ist gar nicht so groß, wie es auf der Karte den Anschein macht. Ey, Tenten und Nichi... Lee. Was macht ihr denn hier? Sensei Gai trainiert wieder mit Lee. Mann, oh Mann. Training ist ja nicht verkehrt, aber manchmal brauchen wir auch mal Ruhe. Und ja, die Rang, das ist natürlich super. Aber die Zeit wird langsam knapp. Ich denke mal, wir gucken mal, was wir sonst noch schon machen können. Wir gehen oben mal nach Iruka und geben mal ein paar Sachen ab. Wie die Schriftrollen. Mal gucken mal nach, was wir kriegen. Ich denke mal, das kann ich noch hier unterkriegen. Weil wenn ich jetzt einen Kampf mache, der dauert halt ein bisschen länger und das ist halt doof. Ich möchte ja nicht so lange jetzt den Partner mal so überlänglich ziehen. Was? Brauchst du was? Wir tauschen mal Schriftrollen. Sieht aus, als ob du reichlich gesammelt hast. Danke. Wir haben 292 und können jetzt dadurch Hilfsninjutsus kriegen. Und wir kaufen uns doch mal direkte Feuerversteck-KD Phönixblume. Okay, das holen wir uns mal. Und dann haben wir schon keine Schriftrollen mehr. Das ist super. Was freut sich so, Naruto? Ist alles okay? Ist alles gut? Bleib ruhig. Ja, bringen wir noch mehr davon. Und dann gehen wir noch mal zu den Nudelsuppenbesitzer. Der hat ja auch ein paar Nudeln. Ich möchte mal gucken, ob da noch mehr Effekt ist außer Chakra. Und ob das nur für Open World jetzt zählt oder für Gesamt. Wisst ihr, was ich meine? Ob das jetzt auch für die Kämpfe zählt, weil ich Naruto spiele in der Geschichte, meine ich. So, da sind wir gleich hier. Lol, da voll der Penner, Alter. Ichiraku, Nudelhaus, sag mal. Was willst du von mir? Ja, ich möchte Nudelzutaten. Oh, hast du ein paar Zutaten gebracht? Danke. Ja, zeig mal. Ich möchte gerne die mit pikanten Aroma, die Walnussnudeln haben. Und wir haben zehn Vorräte und brauchen nur 5 dafür. Ja, gehen wir hier nochmal. Gut. Gut, jetzt kann ich nur so machen. Probieren Sie doch gleich mal. Ah, probieren wir doch mal. Ich denke mal, probieren wir noch, bevor der Part endet. Oder probieren wir. Das schmeckt doch. Yummy, yummy, yum. Das ist viel zu zäh. Das mag Naruto nicht. Okay, Walnuss ist er kein Fan von. Das müssen wir Hinata erzählen. Ja, okay, das Chakra ist nach Nudelsuppe gestiegen, aber ist auch nicht großartig. Na, was sagst du? Wenn du dich ausgeruht hast, such mal noch ein paar Zutaten zum Ausprobieren. Ich koche daraus weitere Testgerichte. Uah. Ein neues Produkt, ja, ist super. Das hast du toll gemacht, Toichi. Das ist sehr lecker. Ist sehr lecker. Das ist wirklich sehr lecker. So, denk mal. Wir gehen zu Sakura. Und beenden hier den Part. Ich denke mal, jetzt ist der beste Punkt zu beenden, denn sie ist auch schon müde. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet hoffentlich beim nächsten Part von Naruto wieder ein.
Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein Feedback zu der Mikroqualität sagt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was da umgestellt. Es klingt halt alles viel besser, hoffentlich. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und schaltet morgen wieder ein. Tschüss!